Der Erfinder des Bitcoin ist ein bis heute unbekannter Entwickler mit Pseudonym Satoshi Nakamoto. Er schrieb 2008 eine Abhandlung über ein alternatives digitales Bezahlsystem und nannte es Bitcoin. Statt bedrucktem Papier und unhygienischem Kleingeld speichert man Bitcoins auf einem Smartphone. Die Software-Brieftasche Wallet genannt, ist fest mit einem verschlüsselten und anonymen Bitcoin-Konto verknüpft. Das kann ich mir sekundenschnell selbst erstellen. Ein Bitcoin-Konto besteht aus zwei Elementen. Eine öffentliche Adresse, um Bitcoins von anderen zu erhalten, und die private, um Bitcoins selber auszugeben. Wie komme ich nun an die virtuelle Währung? Auf verschiedenen Internetplattformen kann man Bares gegen Bitcoins tauschen. Da Angebot und Nachfrage den Umrechnungskurs bestimmen, kann er durchaus extrem schwanken. In letzter Zeit ist er aber ziemlich stabil. Das Überweisen von Bitcoins ist völlig unabhängig von Banken und sehr einfach. Weltweit vernetzte Computer bilden das Bitcoin-Kernsystem. Jede Transaktion wird erst durch das System verifiziert und dann in einem digitalen Kassenbuch der Blockchain bislang fälschungssicher und genau protokolliert. Bitcoin ist ein automatisierter digitaler Organismus. Die Infrastruktur, die dahinter steht, natürlich braucht man dafür Computer, das Internet, eine Übertragung der Daten muss möglich sein, aber wir brauchen eben keine zentrale Instanz und deswegen ist das System auch so stabil. Es gibt keine einzelne Firma oder einen einzelnen Entwickler, der das System kontrolliert und wieder vernichten oder durch ein anderes ablösen könnte. Je mehr Personen am Bitcoin-System teilnehmen, je mehr einen solchen Core-Client installiert haben, desto stabiler wird das System. Es wächst also und stabilisiert sich mit der Anzahl seiner Benutzer. Nun fragt sich der Laie, was kann ich mit Bitcoins anfangen? Na, zum Beispiel einkaufen. Tausende von Online-Shops bieten die Möglichkeit, mit Bitcoins zu bezahlen. Sogar Spenden sind möglich. Auch in der realen Welt kann man Bitcoins ausgeben. Man muss nur auf das Logo in den Geschäften achten und kann dann zum Beispiel seinen Drink zahlen. Die Transaktion funktioniert per Smartphone. Für Geschäftsleute kann es viele Gründe geben, Bitcoins als Zahlungsmittel anzubieten. Es ist schnell, sicher und im Gegensatz zu anderen Electronic Cash Systemen liegen die Gebühren für Bitcoin-Transaktionen weit unter 1%. Und man kann mit Bitcoins auch ein klares Statement abgeben. Die Motivation, Bitcoins in unserem Geschäft einzuführen, war eine persönliche, man kann fast sagen, teils auch politische Entscheidung, weil wir hinter dem Konzept der Freiheit des Zahlungsverkehrs stehen und das einfach auch unterstützen wollen. Leider kann die Freiheit des Bitcoin-Systems auch für kriminelle Machenschaften genutzt werden. Vor dem Trend Erpressungstrojaner. Unbedacht auf den Dateianhang in einer E-Mail geklickt und schon hat man den Digitalsalat. Die Schadsoftware verschlüsselt alle Daten auf meiner Festplatte und erst wenn ich den digitalen Erpressern die verlangte Summe in Bitcoins überweise, bekomme ich meine wichtigsten Daten vielleicht wieder zurück. Bitcoin-Zahlungen sind nicht nur wegen der anonymen und hochverschlüsselten Transaktionen eine große Herausforderung für Cybercrime-Ermittler. Die Popularität des Bitcoin im digitalen Untergrund nimmt weltweit zu. Im kriminellen Bereich begegnen wir der Währung Bitcoin dann, wenn es im Bereich Darknet geht, wenn es um Zahlung von illegalen Waren geht. Insbesondere haben wir festgestellt, dass auch bei Kriminellen dass die Kriminellen das zur Geldwäsche benutzen. Das sind so die Dinge, mit denen wir uns, wo die Bitcoins für uns eine entsprechende Bedeutung haben. Banken halten nichts von Bitcoins. Bei dieser Art von Zahlungsverkehr spielen sie schließlich keine Rolle mehr. Allerdings interessieren sie sich stark für das technische Prinzip hinter den Bitcoin-Transaktionen. Laut einer aktuellen Studie arbeiten alle Banken bereits mit Hochdruck daran, das nicht manipulierbare digitale Kassenbuch, die Blockchain, zu integrieren. Zunächst mal wollen die Finanzinstitute ganz vorne mit dabei sein bei dieser neuen Entwicklung und wollen hier den Anschluss nicht verpassen, wollen nicht, dass neue innovative Wettbewerber an den Markt drängen. Und das andere, sie sehen natürlich die Potenziale. Das sind eben genau diese Aspekte, Transparenz, Schnelligkeit, Kostengünstigkeit. Und es gibt jede Menge Anwendungsfälle, die die Banken sehen. Und hier sind sie genau dabei zu untersuchen, welche am besten für ihre jeweiligen Geschäftsmodelle geeignet sind. Anscheinend hat Bitcoin eine Zukunft. Auch wenn es zunächst nur bei der Uridee des digitalen Kassenbuchs bleibt.